Ich habe euch gefragt, ob ihr Bock auf GBA-Spiele habt und ihr habt alle ja gesagt und aus diesem Grund spielen wir heute das erste Game Boy Advance-Spiel hier auf diesem Kanal. Ich habe mir gedacht, spielen wir eins von Konami, ein Launch-Titel aus dem Jahr 2001 und ein Spiel, das mir bis heute sehr am Herzen liegt, denn ich hatte 2001 sehr viel Spaß mit Konami Crazy Racers, ein Mario Kart-ähnlicher Fun-Racer, der wie gesagt zum Start des GBA erschien und ja, mit dem ich sehr viel Spaß hatte. Ich breche jetzt mal das Intro an dieser Stelle ab. Hier ist der Titelbildschirm Konami Crazy Racers und dann gehen wir mal, wir machen einfach mal ein neues Spiel, wie das hier auf meinem Kanal ja so gang und gäbe ist. So, ich nenne mich jetzt einfach mal Andy. Ihr fragt euch vielleicht, wie ich das Spiel hier zum Laufen bekommen habe. Das Ganze funktioniert über den Gameboy Player des Nintendo GameCube und dann schön aufgenommen mit dem Retro-Tink. Ich habe, falls es euch auffällt, leichtes Scanlines drüber gelegt, um einfach diesen Look, den das Spiel damals auf dem GBA hatte, zu simulieren. Ich hoffe, es gefällt euch. Wir sind jetzt hier im Hauptmenü, wie ihr seht. Hier haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir können hier zum Beispiel das Spiel speichern. Wir können den Item Shop besuchen. Da ist zum Beispiel das Race-Menü. Hier wird dann eben quasi ausgewählt, welchen Cup wir fahren wollen. Das Lizenz-Center ist was ganz Besonderes. Man muss nämlich erstmal den Führerschein quasi machen, also sprich seine Lizenz erfahren, um dann eben an den Tournaments teilnehmen zu können. Und Rumble Board ist jetzt erstmal belanglos. Ich gehe jetzt mal ins Race-Menü und habe hier verschiedene Modi, wie ihr seht. Ich kann den Crazy Grand Prix starten, Time Attack, ein bisschen rumfahren, Minispiele spielen oder eben den Versus-Modus starten, wenn ich jetzt einen Mitspieler hätte, was ich nicht habe. So, gehen wir jetzt mal in den Crazy Grand Prix spielen auf Normal. Und dann kommen wir hier in die Charakterauswahl. Und das ist total cool, denn es gibt ein paar richtig coole klassische Konami-Charaktere, wie eben Goemon aus der Mystical Ninja-Reihe. Oder hier oben, wo ist er? Da. Das ist Raiden aus Metal Gear Solid. Und hier oben ist auch Dracula. Den kenne ich jetzt nicht. Der ist ein Charakter aus einer recht berühmten Baseball-Reihe von Konami, die in Japan sehr groß ist. Der müsste aus Gradius sein. Und die Katze hier kenne ich ebenfalls nicht. Ebenso wie das Mädchen. Keine Ahnung. Könnte auch aus Goemon stammen. Sicher bin ich mir aber nicht. Und ich habe immer Guomon genommen, deshalb bleibe ich jetzt bei ihm und dann würde ich sagen, düsen wir mal im ersten Crazy Cup los. Es spielt sich sehr ähnlich zu Mario Kart. Es gibt vier Strecken pro Cup und natürlich sollte man hier Erster sein, um eben aufs Treppchen zu kommen. Und wie ihr jetzt vielleicht an der Musik erkennen könnt, ist auch die erste Strecke direkt aus Guomon übernommen. Wie das bei so Fun-Racern mit eigener Lizenz ist, fährt man auch bei Konami Crazy Racers durch eben verschiedene Strecken, die an die jeweiligen Titel angelehnt sind. Später gibt es dann noch zum Beispiel eine Strecke, die entstammt Metal Gear Solid, eine Strecke, die entstammt Castlevania und so weiter und so fort. Richtig cool. Mit L kann ich die Items abfeuern bzw. benutzen und mit R kann ich springen bzw. driften. Aber soweit ich das in der Erinnerung habe, muss ich bei Konami Crazy Racers gar nicht so viel driften wie zum Beispiel noch an einem Mario Kart Super Circuit. So, der Maulwurf legt Löcher hinter mir, die fungieren dann so ähnlich wie die Bananen in Mario Kart. Zack, hingelegt. Und dann, wenn ich Glück habe, fährt einer der Kontrahenten da rein. Also ich habe es immer wieder gespielt in den vergangenen Jahrzehnten, muss man ja schon fast sagen. Denn wie gesagt, das Ganze erschien 2001 bei uns in Europa, war ein Launch-Titel für den GBA, als Nintendo da noch kein Mario Kart am Start hatte. Und ich habe das damals bekommen, nicht neu gekauft. Ich weiß nicht mehr, wo ich das genau hatte. Ich war ein bisschen später dran mit dem GBA. Aber ich muss sagen, ich habe das Spiel total gefeiert und sehr gemocht und seitdem auch immer wieder gespielt. Ich habe es nie durchbekommen, weil es auf den höheren Schwierigkeitsgraden relativ knackig wird, wie ich finde. Aber trotzdem immer wieder für eine Runde gut und gehört für mich zu den besten GBA-Spielen, aber auch zu den GBA-Spielen, die schnell übersehen werden. Irgendwie habe ich das Gefühl, erinnert sich heutzutage kein Mensch mehr an dieses Spiel. Und das ist eine Schande, dass die IP ein Ableger hatte und der auch noch auf dem GBA festhängt und man da bei Konami nichts mehr draus gemacht hat. Ich meine, wie cool wäre es gewesen, wenn die wie Sega
eine Konkurrenzreihe zu Nintendo aufgestellt hätten und dann einfach auch die Reihe zum Beispiel auf der Sony oder auf der Xbox-Plattform dann eben weitergeführt hätten. Muss ja nicht immer eine Nintendo-Plattform sein, aber wenn man sich schon auf einer Nintendo-Plattform nicht gegen den Platztisch behaupten kann, oh, das bremst mich jetzt hier gerade gut, merke ich, dann macht das Ganze doch, wie gesagt, auf der PlayStation, PlayStation 2 oder auf der Xbox und dann wäre das sicherlich was geworden, aber Konami hat hier nach dem GBA-Ableger irgendwie das Ganze wieder begraben, wobei ich jetzt auch nicht sicher bin, wie gut sich das verkauft hat. Kann natürlich durchaus sein, dass das Spiel einfach nicht angekommen ist und Konami dann die Stöcke gezogen hat, aber das kann ich mir kaum vorstellen, weil zum Release ist Konami Crazy Racers wirklich sehr gut bewertet worden und alle, die ich frage, die das Spiel kennen, die schwärmen davon, also so schlecht kann es eigentlich damals nicht weggekommen sein und ich finde auch heute noch macht das eine hervorragende Figur. Ihr seht das hier wahrscheinlich entweder auf dem Handy oder noch schlimmer auf einem großen Fernseher. Aber ich sag euch, wenn ihr das Ganze heute auf dem GBA spielt, auf dem GBA-Screen, vor allem wenn er auch noch gemoddet ist, vielleicht mit einem IPS-Mod oder so, dann sieht das Ganze auch heute noch richtig schnieke aus und kommt einem Mario Kart Super Circuit auf dem GBA grafisch schon richtig nah. Wobei ja Mario Kart deutlich später erschienen ist als eben dieses hier. Und ihr merkt vielleicht auch von den Items her, es ähnelt halt sehr stark Mario. Ne? Wir haben zielsuchende Raketen, die sind rot. Wir haben dann drei blaue Raketen, die fungieren wie die normalen grünen Panzer und so weiter und so fort. Hier ist nichts innovativ. Das könnte auch das sein, was man dem Spiel ankreiden könnte, dass Konami sich halt zu sehr auf die von Nintendo installierten Standards beschränkt, ohne jetzt irgendwas Neues zu machen. Nicht so wie zum Beispiel Sega mit ihrer Sonic und Sega All-Star Racing Reihe, die ja mit Transformed den Höhepunkt erreichte für mich. Aber das hatte man ja durchaus dann bei Nachfolgern, jetzt bin ich hier vom Blitz auch noch getroffen worden, toll. Das hätte man ja durchaus bei einem Nachfolger ausbügeln können, jetzt bin ich Zweiter. Wäre für mich, glaube ich, überhaupt kein Problem gewesen, da zu sagen, hey, der erste Teil ist gut angekommen, das ist das Fundament von den Mechaniken her und jetzt gehen wir hin und machen ab dem zweiten Teil halt unsere eigenen Ideen rein und bauen das Ganze zu einer richtig geilen Franchise aus. Ist leider nicht passiert, was ich sehr schade finde, aber auf der anderen Seite haben wir hier für den GBA ein Spiel, das bis heute wirklich sehens- und auch spielenswert ist und wie ich finde, in keiner Sammlung fehlen darf. Zumal das lose Modul auch wirklich nicht teuer ist. Ich habe das Ganze als loses Modul bei mir in der Sammlung und ich habe da, weiß ich nicht, 10 Euro für bezahlt oder so, vor kurzem erst, ehrlich gesagt. Wenn ihr das Ganze auf den OVP haben wollt, dann müsst ihr natürlich ein bisschen mehr für zahlen, ist ja klar. Aber das ist ja bei vielen anderen Spielen auf dem System und auf vielen anderen Systemen ja nicht anders. Wobei ich schon finde, dass die Spiele exponentiell im Preis steigen, wenn es darum geht, sie mit Verpackung zu bekommen, wenn die Verpackung aus Pappe ist. Also sprich Super Nintendo, Nintendo, N64, Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance ist zunehmend teurer, weil es sicherlich auch zunehmend schwerer wird, die Spiele in diesem Zustand zu erhalten, vor allem wenn sie noch gut erhalten sein sollen und nicht abgeranzt wie viele andere Hersteller, die halt anbieten. Wie viele andere Verkäufer, die halt anbieten. Da hat man es dann bei Spielen von Sega, die damals für die Mega Drive Master System schon in diesen Plastikhüllen verkauft wurden, deutlich einfacher, wie ich finde. Aber gut, es ist wie es ist. Und wie gesagt, Spiele dann heutzutage in OVP für den GBA zu bekommen, da zahlt man dann schon ein bisschen was drauf. Muss nicht immer sein. Wenn man geduldig ist, kann man auch hier einen Schnapper machen, so wie ich vor kurzem mit Banjo-Kazooie Grunty's Rache. Das habe ich mir jetzt vor kurzem für den GBA komplett gekauft, in Verpackung und allem drum und dran. Da habe ich tatsächlich auch nur 30 Euro für bezahlt. Das war aber sicherlich ein Glücksgriff bei eBay Kleinanzeigen. Denn ansonsten ist das ja auch wieder so ein 50er-Kandidat. So, Dracula hängt mir hier am Pelz. Aber sollte er mich jetzt überholen, baller ich den mit einer Rakete ab und dann habe ich auch wieder hier Bahn frei und habe das auch als Erster geschafft. Also auf normal sind die Cups, zumindest die ersten, relativ machbar. Ist jetzt nicht zu schwer, aber auch nicht zu einfach. Die Gegner hängen einem schon so ein bisschen an den Rädern. Aber ich finde, ich merke hier auch keine so krasse Gummiband-KI wie eine Mario Kart. Da fand ich es irgendwie immer schlimmer. Wenn ich, glaube ich, hier auf den letzten Kopf time, meinen A-Knopf, druck, dann kriege ich hier den Turbo-Boost hin. So, jetzt habe ich mal ein Item erhalten, von dem ich nicht weiß, was es macht. Das habe ich jetzt nicht so oft bekommen. Wollen wir es mal ausprobieren? Schutzschild.
Wahrscheinlich so eine Art Pilz auch, weil ich bin jetzt signifikant schneller. Die Musik hat sich auch erhöht. Wahrscheinlich so eine Art Turbo-Item mit Schutzschildfunktion. So, die Strecke erinnert schon gravierend an Mario Kart, wie ich finde. Vor allem auf dem GBA, da gibt es ja auch einen Kurs, der am Strand ist. Aber hey, man muss definitiv sagen, Konami war vorher hier. Falls es hier darum geht, wer bei wem abgeguckt hat. Und ich bleib dabei. Sollte und kann man heute auch noch wirklich gut spielen. Und ich kann mir vorstellen, dass die, die sich das Video angucken und das Spiel gespielt haben, auch nur Positives über das Game zu berichten haben. Ich würde mich daher freuen, wenn ihr es gespielt habt, dass ihr das Video hier kommentiert und mir eure Erfahrungen, Erlebnisse und Erinnerungen schildert. Und wenn ihr es nicht gespielt habt, dann würde mich interessieren, ob es für euch in Frage käme, wenn ihr jetzt morgen drüber stolpern würdet. Oder vielleicht geht sogar einer hin und kauft sich das heute, weil er sagt, hey, habe ich nicht gespielt, ich habe noch ein GBA hier rumliegen, dann besorge ich mir das. So. Ich bin Erster geworden mit Guamon und damit ist der erste Cup auch erledigt. Tolles Spiel, kann man wie gesagt bis heute noch spielen. Und jetzt bin ich hier in dem License-Menü. Take the Test, ich muss jetzt also, um den nächsten Cup zu spielen, jetzt erstmal einen Test ablegen. Take the Test, so Test 1, Time Attack, ich muss also hier eine Rundenzahl in unter eine Minute schaffen. So, dass diese Lizenz... Challenges nenne ich sie jetzt mal. Die sind immer schon ein bisschen trickiger als normale Rennen, zumal man hier auch nicht so ein Handicap oder so einen Vorteil bekommt, wie zum Beispiel drei Pilze oder sowas, wie Nintendo das schon mal gerne bei ihren Mario Kart Spielen macht. Hier muss man dann wirklich gucken, dass man die Kurven vernünftig nimmt, dass man nicht aufgehalten wird und so weiter und so fort. So, das war jetzt die erste Runde und da habe ich den Baum erwischt. Das war jetzt nicht ganz so klug von mir. Aber sollte eigentlich noch machbar sein, wenn ich keine großen Fehler mache. So, zweite Runde und ich bin bei 38 Sekunden. Das könnte ein bisschen knapp werden. Jetzt habe ich wieder den Baum berührt. Ich finde übrigens, dass das Spiel auf dem GameCube mit Hilfe des Gameboy Interface und des Retro Tink wirklich eine hammermäßige Figur macht. Ich meine, wir spielen das hier gerade auf 1440p und mit leichten Scanlines und so ein gutes Bild kriegt man ansonsten nur vom Emulator, wie ich finde. Aber das hier ist wirklich original Hardware und man muss auch hier betonen, ja, es ist der Gameboy Player, aber nein, es ist nicht die Gameboy Player Software. Ja. So, jetzt muss ich hier noch ein Rennen gewinnen, um die Lizenz zu bekommen. Denn die offizielle Game Boy Player Software von Nintendo, die ist absoluter Murks. Die macht ein sehr, sehr schlechtes Bild, sehr unscharf, verwaschen teilweise. Und die würde ich definitiv nicht empfehlen. Wenn ihr also die Möglichkeit habt, euch Swiss auf den GameCube zu spielen, dann solltet ihr das unbedingt tun und dann das Game Boy Interface installieren. Das ist ein Homebrew-App. Oder ein Homebrew-Programm quasi, das es euch erlaubt, Game Boy Advance oder halt einfach Game Boy-Spiele in deutlich besserer Qualität über den GameCube darzustellen. Der Vorteil des Ganzen ist, ihr braucht, wenn ihr den Game Boy Player habt, keine Software-Disk mehr. Also oft ist es ja so, dass die Disk des GameCube Game Boy Player teurer verkauft wird als der Game Boy Player selber, weil im Normalfall kann man den Game Boy Player eben ohne diese Startdisk nicht ausführen. Und das ist egal, wenn ihr das Ganze über Swiss und eben das Game Boy Interface macht, denn da passiert das Ganze über Swiss als Homebrew-Applikation und ihr braucht die Startdisk überhaupt nicht mehr. So, dritte Runde, das sieht alles noch gut aus. Ich habe den Test fast geschafft, ich muss jetzt nur noch als Erster ans Ziel kommen, aber das sollte durchaus klappen. Und ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, welche anderen Gameboy-Spiele ihr gerne sehen wollen würdet auf dem Kanal. Was soll ich noch anzocken? Ich dachte so von meiner Seite aus an Spiele wie V-Rally 3, das fand ich damals grafisch grandios, oder Boktai, The Sun is in Your Hand von Hideo Kojima, oder was gab es da noch so cooles, Mother 3 oder so. Da gibt es ja ganz, ganz viele wirklich klasse GBA-Spiele, die heutzutage von vielen einfach vergessen werden. Also ich will jetzt nicht in erster Linie irgendwie die krassen Klassiker spielen, die eher jeder kennt auf dem GBA. In erster Linie geht es mir darum, tatsächlich so die kleineren Hidden Gems zu zeigen, die vielleicht einfach tatsächlich untergegangen sind bei vielen. Ich nehme jetzt einfach mal Raiden. Und dann gucken wir uns noch den zweiten Cup an, Hyper Cup. So, jetzt geht es erstmal im Baseballstadion weiter.
Und ich finde, Raiden sieht aus wie Bomberman von hinten. Also ich habe damals immer gedacht, okay, das ist Bomberman, bis ich irgendwann mal drauf gekommen bin, ach kacke, das ist ja Raiden von Metal Gear Solid. Aber ich finde trotzdem, dass es aussieht wie Bomberman. Vor allem mit diesem roten Knubbel an der Rückseite. So, aber ja, das ist Konami Crazy Racers. Immer noch ein hervorragendes Spiel und ein Paradebeispiel, wie gute Fun Racer oder Rennspiele im Allgemeinen auf der Hardware des GBA funktionieren und aussehen können. So, das nächste Mal, wenn ihr da Bock drauf habt, würde ich euch gerne mal Boktai, The Sun is in Your Hand zeigen. Das habe ich vor kurzem mal ganz kurz angespielt, um zu schauen, ob die gepatchte ROM bei mir funktioniert. Denn vielleicht wisst ihr das noch, Boktai brauchte damals ja Sonne. Das hatte ja so ein spezielles Modul mit einem Solarsensor. Denn das Spiel konnte man nur spielen, oder was heißt nur, aber vermehrt spielen, wenn Sonne geschienen hat, weil man eben damit seine Sonnenkraft aktivieren konnte. Total krasse, kuriose Idee, die Kojima damals für das Spiel hatte. War dann aber natürlich auch Grund dafür, dass man das schwer emulieren konnte, weil wenn du es am PC emulierst, hast du ja nicht unbedingt Sonneneinstrahlung drauf. Aber es gibt inzwischen eine gepatchte ROM, wo man die Sonnenkraft eben auf Knopfdruck aufladen kann, ohne dass man eine Sonne dafür braucht. Und das ist natürlich richtig cool. Ich wollte nämlich Boktai immer spielen damals, aber A war mir das zu umständlich, damit immer in die Sonne rauszugehen. B hatte ich zu dem Zeitpunkt damals halt noch den normalen GBA und das Display davon war eh nicht so der Knaller. Wenn ich also dann mit dem eh schon bescheidenen Display in der Sonne spielen musste, dann habe ich ja gar nichts mehr gesehen. Und deshalb habe ich Boktai nie so wirklich eine Chance gegeben. Aber durch die angepasste, gepatchte ROM sieht das alles schon ganz, ganz anders aus. Mist, jetzt bin ich hier baden gegangen. Also wenn ihr nichts dagegen habt, schreibt mir das in die Kommentare. Dann würde ich mir in ein paar Tagen dann eben Boktai, The Sun is in Your Hand angucken. Zumal ich auch glaube, dass das Spiel vielen nicht bekannt ist oder der Umstand nicht bekannt ist, dass ein Rollenspiel von Hideo Kojima für den GBA ist und daraus eine Trilogie entstand, die dann sogar noch einen vierten Teil, ein Spin-Off, für den Nintendo DS erhalten hat. Aber ja, das hier ist auf jeden Fall Crazy Racers von Konami. Ich denke mal, ich werde erst erstmal das Spiel damit abschließen mit meinem Sieg hier. Ich freue mich auf eure Erfahrungen, Erinnerungen zu dem Game. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß an diesem Gameplay und habt ein bisschen in Erinnerungen geschwelgt und dass ihr euch, ja, auf mehr GBA-Content auf dem Kanal hier freut. Ich bin jetzt erstmal weg. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Adios. Tschüss. Euer Andi.